und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, perdón, fallar muchos... Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1... Ja, hallo erstmal, servus Leute und herzlich willkommen zu einem Spiel, das ich jetzt so lange aufgeschoben habe, dass es einfach nicht mehr geht. Herzlich willkommen zu Portal. Ja, das Spiel existiert tatsächlich noch und es war tatsächlich noch auf meinem Plan. Und willkommen bei Aperture Science im Enrichment Center und ich sage es gleich vorweg. Ich kenne zwar so im Grunde genommen die Story von Portal, aber ich kenne sie nicht direkt. Und damit ist es quasi ein Blind Let's Play, auch wenn ich von einigen Personen dann doch immer sehr viel gespoilert werde. Und bevor wir hier lange rumstehen und sich GLaDOS immer fragt, was wir da machen, laufen wir doch einfach mal weiter. Hallo Überwachungskamera. Hallo eigentlicher Überwachungsraum. Ich schätze mal, die grundlegende Spielmechanik von Portal dürfte klar sein. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Okay. Schick, schick. Auch diese Matratzenaufzüge. Immer wieder sehr schön. Testkammer 1 von 19. Alles klar. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions Superknopf. Okay. Perfekt. Mist. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Schön, dann öffnen wir doch bitte mal das Portal. Dankeschön. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Ha, ein Matratzenaufzug. Sehr schön. Ja, wir befinden uns hier natürlich noch in den Anfangsleveln von Portal und dadurch, gut, dürfte es jetzt noch nicht ganz so spannend sein und die Rätsel sind auch noch nicht allzu knifflig, aber Ladedaten. Bin etwas unterbrochen worden von diesem Ladedatenscreen, aber es wird noch anziehen. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Oh. Interessant. Was müssen wir das genau hier machen? Da komme ich doch gerade her.
Sehr gut. Ach Sie so. Verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Vielen Dank für diesen letzten Sicherheitshinweis. Da war ja sehr ausführlich, ne? Ja, da haben wir schon das Hauptstück dieses Spieles, das eigentlich früher mal eine Mod für Half-Life war. Die Aperture Science mobiles Portalgerät. Ganz genau weiß ich nicht mehr, wie die offizielle Bezeichnung war. Schickes, nettes Teil. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. So, erstmal Kamera demontiert. Braucht hier keiner. So. Oh. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Danke, kein Bedarf, hab leider noch keine Töchter. Und ich habe das Gefühl, es geht immer weiter hinab in die Aperture Laboratories. In den nächsten Ladedatenstream. Na schön. Man merkt es überhaupt, ich spiel überhaupt nicht an, dass es ursprünglich meine Mod war. Hallo Überwachungskamera. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. So. Ich fürchte, das Ding zählt leider nicht als ich stehe dort darauf. Huch. Hallo. Und so weiter und so fort. Das klappt ja super. Da gehst du. Auch das war wieder sehr gut. Das ist ja noch bei noch sehr einfach. Als Teil eines Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Wir sind ganz auf uns selber gestellt. Oh. Das ist ja mal interessant. Das ist ja sehr wichtig. Das ist eine neue Erkenntnis. Im Moment werden wir auch nur vom Computer überwacht, oder? Oder hocken hier noch irgendwo Menschen? Oder? Testkammer 5, oder? Vorsicht. Sehr schwere Klötze können uns an den Kopf fallen. Hau du mal ab, Kamera. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Die Kamera war, glaube ich, nicht wirklich wichtig. Okay, wir haben hier zwei. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Die Kamera interessiert doch keinen. Du wirst es doch nicht wissen. So, da oben können wir hin. Na gut. Das bedeutet... Hallo? Warum darf... Hallo? Spiel? Hallo? Ich kann mich weder vorwärts bewegen, noch kann ich sonst irgendwas mit meiner Tastatur machen. Ist meine Tastatur gerade kaputt gegangen? Kann ich... Ach, das geht! Ach, jetzt geht's wieder. Okay. Was war das für ein Fehler? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Kann mir aber auch relativ egal sein. Dann holen wir uns mal diesen Kubus. Na, und stellen den mal da drauf. Und ich schätze mal, da unten wird der nächste sein. Genau.
Wer ist wieder da oben hockt? Und nächster hier drauf. Guck mal einer an. Der wäre mal wieder überwacht worden. Fehlt mir noch irgendwas? Eigentlich müsste ich doch jetzt... Das geht ja früh los mit der Ratlosigkeit. Tja, also... Hier ist nichts mehr, oder? Das ist jetzt aber... Ja, also wir sitzen dann hier fest, bisschen zu doof. Wir scheitern an Testkammer 5. Oder wie darf ich das sehen? Aufzug? Bringst du mich nochmal nach oben? Habe ich das, weil ich die Kamera zerstört habe, habe ich jetzt damit den Computer wütend gemacht? Der macht das nicht mehr auf, oder was? Leute! Kommen wir da nicht rein? Wir kommen doch gar nicht hier rein. Das versuche ich jetzt so lange, bis es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Hui, danke für das richtig Umdrehen. Na, das scheint wohl nicht ganz so zu funktionieren. Das muss funktionieren. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich sollte ich jetzt die Tür aufmachen, oder? Erstmal rumblödeln, ne? Naja. Gehst du durch dieses Portal? Danke. Hallo? Das geht echt nicht? Ich hätte doch schwören können, das geht. Setz das jetzt mal ein Portal bei euch auch richtig hin. Ich habe Speedruns gesehen von diesem Spiel, also wo du nicht wirklich über die Stilbar fährst. Aber da sind die doch irgendwie da reingekommen, egal. Wir starten erstmal die Testkammer neu. Wenn ich weiß, wo das geht. Wo kann ich die Testkammer neu starten? Neues Spiel, Testkammer. Ach, Kapitel 2 sind wir schon, na schön. Kann ich dieses Ding da neu starten? Hallo? Also, Spielladen, Testkammer. Was ist das? Freitag, 11. September. Was war denn das? Super. Das sieht doch schon eher nach was aus. Diesmal mache ich vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Vielleicht war das mal ein Fehler. So. Dann hier rein. Und mein Hund fragt sich gerade, warum ich wieder gegen irgendwelche Mikrofone erlade. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Ach, jetzt macht er die Tür auf. Das möchte ich nur wissen. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie halt schon keine Testapparate. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2,
Ja, die Wahrheitsverzerrung wurde wohl nicht abgeschaltet. Ich schätze mal, das wäre der Raum gewesen, wo wir dann uns dann quasi von der anderen Seite aus hätten genähert. Da muss doch hinkommen. Schade, ich wäre da gern hingekommen. Aber vor allen Dingen, da muss es doch gar nicht irgendwas geben. So, dahin, um da hinzukommen. Jumpen wir erstmal mal durch. Ja. Kann man da nicht ranzoomen? Kommt man das nicht irgendwo? Schade. Einmal möchte ich es noch versuchen. Entschuldigung. Ich bin so... Wo ist der Raum? Mist. Naja. Egal, dann will ich das Let's Play auch nicht hier künstlich in die Länge ziehen. Wir gehen einfach mal durch. Ja, mein Hund fragt sich gerade, was ich da für so ein Depp bin und dass ich da irgendwie mit mir selber rede. Auch schön. Ladedaten. Ich glaube, wir haben was richtig gemacht. Kennen wir mich eigentlich noch mit Essen?